Nicht erst seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine wird sie wieder diskutiert. Kommt die Wehrpflicht wieder? Bis 2011 mussten sich alle jungen Männer zur Musterung bei der Bundeswehr vorstellen. Entweder sie wurden aus gesundheitlichen Gründen ausgemustert oder sie mussten sich entscheiden. Einige Monate Bundeswehr oder Zivildienst, zum Beispiel im Krankenhaus. Verschiedene PolitikerInnen diskutieren darüber, ob es die Wehrpflicht nicht wieder geben müsste. Auch weil die Bundeswehr über Nachwuchsprobleme klagt. Der neue Verteidigungsminister Pistorius hält es für einen Fehler, dass die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Die Wehrbeauftragte Högel will über neue Formen einer Wehrpflicht zumindest nachdenken. Selbst wenn die Wehrpflicht wieder eingeführt werden soll, bis es soweit ist, wird es Jahre dauern. Laut Bundesregierung gäbe es aktuell nämlich nicht genügend Platz in Kasernen. Und AusbilderInnen fehlen auch.